Back to back hier direkt wieder weiter mit Teil 2 des Barcelona-Aufenthalts. Wer den ersten Vlog gesehen hat, der weiß ja, wie es jetzt weitergeht. Deswegen will ich jetzt keine großen Sprüche verlieren, weil ich habe Hunger. Und dementsprechend müssen die Gains gesaved werden. Also, auf geht's. Der beste und sicherste Weg eigentlich und der schnellste, in Barcelona rumzukommen, ist die Metro. Guck mal hier, die Metro. Und die haben ein richtig cooles Netz eigentlich, richtig einfach zu verstehen. Ich erkläre es euch mal kurz. Und zwar, meine Freunde, jede Haltestelle hat hier so ein Bildchen oben, ne? so ein Schild. Und hier kann man ganz genau sehen, wo man ist. Ne? Hier ist man gerade und da lang fährt man. Fokussiere, genau. Und daher kommt man. Und hier kann man ganz genau sehen, okay, wo ich umsteigen kann. Das heißt, hier an der Haltestelle kann ich auf die L1, hier kann ich auf die L2. Und da kann ich vielleicht gar nicht umsteigen. Ne? Dann sieht man ganz, ganz eindeutig, wo es lang geht und wo man eben aussteigen kann und einsteigen kann. Und auch die Geschwindigkeit ist eigentlich brutal. Also man ist in der City in 10 Minuten eigentlich. Also wer hier in Barcelona relativ günstig unterwegs sein will, der nimmt die Metro. Chicken Sandwich. Zieht euch das mal rein, Leute. Also wenn das kein Foodporn ist, ne? Und natürlich, die Greens werden hier abgedeckt mit einem Smoothie. Und die Lady hat hier so einen Bagel. Sieht auch lecker aus. Und auch. Das sieht nicht nur so geil aus, das schmeckt auch mindestens genauso gut, Mann. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und der Bagel hier, auch brutal mit Pilzen, Bacon, hier Haferflocken am Start, ne? Für die Bros. Eier, brutaler Laden. Der schmeckt super, aber der schmeckt besser. Die Leute fragen mich selbst, stoppst du eigentlich? Spritzt du eigentlich? Und seht selber. Oh. Damit sollte die Frage wohl geklärt sein. Das ist einfach ein Cheesecake. Also ein Käsekuchen. Very nice. Leute, dieser Cheesecake, ne? Also der heißt Epic Cheesecake und ich weiß auch warum. Das ist der Shit, Mann. So Leute, es geht weiter. Pancake aus Ricotta. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Mit den übelsten Früchten hier drauf, Popcorn drauf und heißer Schokolade, Mann. Die werden definitiv die Gains gesaved. So Leute, hier kurz mal die Rechnung für alles. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Jo Leute, brutaler Laden. Da kann man sogar clean essen, wenn man Bock drauf hat. Ich habe natürlich nicht clean gegessen, sondern das, was am besten schmeckt. Aber da gab es auch Proteinsachen, übelste Salate mit Quinoa, alles bio, alles organic, alles clean, wenn man will. Nicht alles, aber wenn man viel bestellen will, dann war alles in dem Menü halt clean. Ansonsten brutal lecker, Mann. Pancake hätten wir uns sparen können, war nicht so geil, aber der Cheesecake, oh shit. Der Cheesecake war zu krass. Der war zu krass, Mann. Tada! Ich ziehe mir gerade einen Bar hier, einen Protein-Bar rein, und zwar ein Yippie, eine Yippie-Bar. Schmeckt ganz okay, ist jetzt nichts, ja, Weltbewegendes. Kann aber auch sein, dass ich gerade, ja, einen ganz anderen Standard gewohnt war. Für einen kleinen Zweck zwischendurch. Nicht schlecht, sag ich mal so. Jetzt auf den Ramblas in Barcelona, das ist so die Shopping-Meile in Barcelona, hat sehr viele Seitenstraßen, zum Beispiel das hier. Auch wieder eine Seitenstraße, die dann in Geschäften und sonstiges mündet. Gibt es eigentlich viel zu entdecken und es ist richtig brutal voll, obwohl wir in der Nebensaison eigentlich da sind, also im November jetzt, ne? Es ist brutal voll jetzt. Kann ich mal ganz kurz zeigen, wie das so ausschaut. Und im Momento. Da sieht man gar nicht so. Hier ist relativ wenig los, aber die Hauptstraße ist echt voll, Mann. Echt voll. Dienstag mittags, ne? Also jetzt auch nicht sonntags, samstags. Mal schauen. Oh shit, Dracula. Guck mal. Großer Turm am Start. Chest up. Sag ich auch immer beim Training, immer Chest up hier, Chest up beim Deadliften, Chest up bei der Brust, beim Bankdrücken, beim Rudern, immer Chest up.
kann ich jedem nur empfehlen. Mega vielseitig die City. Mal ein bisschen ruhiger hier. Nicht so viel los. Amerika. Ab ins Spa. Aire de Barcelona heißt es, glaube ich, oder so ähnlich. Kann ja mal berichten, wie es drin war, wie es war, weil ich glaube, die Cam kann ich nicht mitnehmen mit rein. Wird wahrscheinlich nass, aber yo Leute, jetzt ab vom Spa ins Hotel. Spa war super, kann ich wirklich jedem nur empfehlen, der Bock auf ein, zwei Stunden Ruhe hat, sage ich mal. Nichts Besonderes, Massage war auch mehr ein, ja, kein Massieren, sondern ein Einstreicheln mit Öl, sage ich mal, ne? Aber kein wirkliches, keine wirkliche Massage im Sinne von ordentlich viel Druck, sagen wir es mal so. Ja, aber ansonsten wird wirklich an alles gedacht, also man braucht wirklich nur eine Badehose und alles andere. Für alles andere haben die was, also die haben Föhn, die haben Shampoo, die haben Creme, die haben alles mögliche, Handtücher, Badeschlappen, Tüten für nasse Klamotten, alles mögliche. Also in dem Sinne schon auf jeden Fall cool und die lassen auch nicht so viele Leute rein. Das heißt, wenn ihr reserviert habt, dann, ja, dann habt ihr auf jeden Fall eure Ruhe. Und aus dem Grund, wer Bock aufs Spa hat, wer Bock auf eine ruhige Minute hat in einem warmen Wasser und vielleicht ein bisschen gestreichelt werden möchte, der ist auf jeden Fall gut aufgehoben. Nicht im Rotlichtviertel unterwegs, sondern im PLA. Ja, PLA, super Restaurant, wurde mir empfohlen. Haben das Menü genommen. Mal gucken, ob es hält, was es verspricht. Ja, sind im oberen Stock. Wer den unteren Stock sehen will, der sollte die Barcelona Vlogs von Patrick sich angucken. Und Micha, ich glaube, die waren auch hier. Und dementsprechend seht ihr dann, wie der Laden unten aussieht. Wir sind wie gesagt oben und schauen gleich mal, wie das Essen schmeckt. So, ein kleines Aperitif. Pilze, glaube ich. Mal gucken, wie der schmeckt. Ob das echt bleibt. Hier, meine Freunde, ein bisschen Brot. So, Freunde, Brokkoli Carpaccio. Und ein Salat. Mit, ich glaube, da drunter ist Apfel und so. Mal gucken. So, hier sind irgendwie Sardellen. Und noch vieles mehr. Riecht gut aus. Und da haben wir Makrele. Meint sieht immer besser aus irgendwie, ne? Nächste Runde. Weißer Fisch soll eigentlich schmecken wie Seebarsch. Madame hat das gleiche. Und hier, glaube ich, Risotto. Mal gucken. Hier, Leute, jetzt irgendwas mit Kokosnuss, keine Ahnung, irgendeine Creme oder so. Und hier Schokolade mit ein paar Fruits. So, meine Freunde, jetzt noch ein bisschen Schoko und keine Ahnung. Mal schauen. So, Leute, jetzt in den Gassen von Barcelona hier unterwegs nachts. Eben im Restaurant PLA gewesen. Ich würde ganz ehrlich sagen, vielleicht hatten wir auch ein bisschen Pech mit den Bestellungen, aber muss man sich jetzt nicht unbedingt gönnen, obwohl das brutal gute Rezession im Internet hatte. Nichtsdestotrotz muss man da jetzt nicht unbedingt hingehen, meine Freunde. Spart euch das Geld und geht zu Cake and Travel, glaube ich. Keine Ahnung. Das ist brutal, natürlich nicht mit dem gleichen Ambiente, aber ganz ehrlich, leckerer. Fand ich jetzt leckerer, ne? Kann jetzt jeder sagen, Sepp, du Banause, dir muss das Blaubeer-Tartar oder keine Ahnung, irgendwas gefallen, aber nun gut, das kann jeder für sich selbst beantworten, meine Freunde. Ich glaube, ich schließe jetzt auch hier den Vlog, wenn ich nichts mehr mache. Dann wünsche ich euch wie immer einen extrem schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. So, Leute, jetzt nochmal zum Abschluss einen weiteren Proteinriegel hier. 26 Gramm Eiweiß am Start habe ich mir auch hier gekauft. Ich werde jetzt zu einem richtigen Proteinriegelvernichter. Naja, irgendwie muss man ja seine Proteins abdecken bei den ganzen Cronuts. So, Leute, jetzt der zweite Riegel am Start. Wir hatten ja irgendwie Vanille und jetzt Kokosnuss. Vanille, ganz ehrlich, muss man nicht holen. War nicht so lecker. Mal schauen. Zweiter Riegel, wie gesagt. Erster muss man, kann man aber nicht, war jetzt nicht so lecker, ehrlich gesagt. War auch mit Schokoglasur, hier mit weiß, also mit dunkler Schoko und hier mit weißer Schokolade. Muss man auch nicht. Nee. Was man nicht alles tut, um die Gains zu saven.
Ja, aber doch besser als das erste, finde ich. Doch besser.